herzlich willkommen hier auf meinem Traumkanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist und auch ein herzliches Hallo an die neuen Abonnenten. Schön, dass du mich gefunden hast. Denn hier auf diesem Channel gibt es Piano-Tutorials ohne Ende. Wenn du Klavier lernen möchtest, dann schau dir jedes meiner Videos an, denn ich gebe zwischendurch wertvolle Tipps, die du sonst nirgendwo anders finden wirst. Ich bin Pia Nollermuse, langjährige Pianistin und erfahrene Klavierlehrerin. Ja, und ich liebe meinen Beruf und gebe mein Wissen gerne an dich weiter. Abonnier also gleich diesen Kanal und aktivier das Glöckchen, damit du keines dieser kostbaren Videos mehr verpasst. Heute entführe ich dich in die Welt der Vampire und zeige dir in 3 Videofolgen Bellas Lullaby aus dem Film Twilight. Ich habe dieses Stück für dich wieder in eine leichte Spielversion transkribiert. Die Noten, die ich in diesem Video verwende, stehen dir in der Infobox unter diesem Video zum Download bereit. Du möchtest Noten lesen lernen? Spiel nach Noten ist der Online-Klavierkurs. Alle Infos findest du auf www.pianollermuse.com. Und übrigens hast du auch diesmal wieder die Möglichkeit, an dem großen Gewinnspiel teilzunehmen. Ich verlose einen Einsteiger-Klavierkurs im Wert von 250 Euro. Wenn du mit dabei sein willst, schreibe einfach in die Kommentare unter dieses Video Hashtag Piano und du nimmst automatisch an der Verlosung teil. Einfach Hashtag Piano unter dieses Video in die Kommentare schreiben und du bist automatisch mit dabei. Ich drücke dir ganz feste die Daumen. Aber nun schnell wieder ran an die Tasten. Ich spiele das Stück erst einmal langsam vor. In diesem ersten Teil zeige ich dir die Einleitung. Wir haben in der rechten Hand
Das eingestrichene Fis hier ist das eingestrichene C mit dem dritten Finger im Wechsel mit Daumen D. Zweimal, dann zweimal G, vierter Finger, Daumen D. Und wieder Fis D, zweimal. Dann zweimal E, D. Und wieder Fis D, zweimal. Jetzt G, D. Jetzt nehme ich zweite Finger G, vierte B, dritte A, D, A, D und G, D, G, D und wieder Fis, D. Zweimal. G, D, Fis, E, Fis, D, Fis, E, D. Zweimal D, E, dann Fis, C, zweimal E, C, E, D und dann E, B, E, B, D, B, D, C und dann übernimmt die linke Hand mit diesen zwei Klängen. Normalerweise hast du den in Oktavlage, also Nonenlage. Wir haben unten in der Originalversion das tiefe, das große A und Daumen kleines H. Ja, du kannst den Akkord auch so greifen. Ansonsten, wenn es dir Mühe macht, habe ich, wie gesagt, das leichter transkribiert. Da spielst du nur die Quinte, die geht in die Quarte. Einleitung linke Hand, hier ist C1. Wir beginnen mit dem kleinen D, mit dem fünften Finger und Daumen A. Zweimal, dann D, B, zweimal und wieder zurückwechseln auf D, A, zweimal, D, G. Zweimal, D, A, zweimal, D, B, zweimal, jetzt D, C, zweimal und wieder D, B, zweimal, D, A, zweimal, D, B, A, D, A zweimal, G, D, Fis, G und C, G zweimal, dann nochmal, also ein drittes Mal, gleichzeitig anschlagen, dann H und Fis, B, F zweimal und noch ein drittes Mal auch, B, F. Zusammen mit beiden Händen. Wir haben eine gleichmäßige Achtelbewegung. Rechte Hand Fis, linke Hand D. Gleichzeitig. Dann D, A. Fis, D, D, A. Wechselt auf G und D, D, B. Nochmal. Und wieder zurück. Fis, D, D, A. Zweimal. E, D. Zweimal, Fis, D, D, A, zweimal, G, D, D, B, G, D, B, B, A, D und D, C zusammen, zweimal, G, D, D, B, zweimal. Das ist jetzt schon die Hälfte.
Dann wieder Fis D, D A zweimal, G D, D B, Fis A, E G, Fis D, D A, Fis D, E A, D G, E D, D Fis, E G, dann Fis C, C, G, nochmal, E, C, C, G, jetzt gleichzeitig E, G, C, D, Fis, A, E, B, B, F, nochmal, D, B, B, F, gleichzeitig D, F, B, C, F, A, zeige ich dir dann das nächste Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Abonniere diesen Kanal, teile es mit Menschen, die Spaß und Freude am Klavierlernen und am Klavierspielen haben. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Deine Pia Nollermoser.